Hallo, grüß euch, willkommen auf meinem Kanal. Weiter geht's mit den Sortenvorstellungen 2020 mit den mittelgroßen Tomaten. Ich habe hier schöne rote Früchte in der Hand, die gehören zur Sorte Macrepi. Die habe ich letztes Jahr schon im Angebot gehabt und die war auch in der Best-of-Liste dabei. Sie ist auch heuer wieder gut, so viel kann ich schon verraten. Und in dem Video gibt es noch viele andere tolle Sorten. Bleibt dran, es zahlt sich aus. Hier habe ich eine Neuzüchtung von Tom Wagner, und zwar ist die Sorte Stripes of Yore. Die hat er 2013 auf den Markt gebracht. Es kann sein, dass die Sorte noch nicht ganz stabil ist. Die variiert noch relativ stark in der Intensität der dunklen Färbung und auch in der Fruchtgröße. Meine Früchte haben hier so 60 bis 80, 90 Gramm. Nachgelesen habe ich, dass die auch bis zu 150 Gramm kriegen können. Wie gesagt, da bin ich eher am unteren Level. Auf jeden Fall, die Sorte, also meine Pflanze ist sehr produktiv. Wenn man da jetzt raufzoomt, was da alles noch an Früchten nachkommt. Die haben relativ lange Entwicklungsdauer. Ich würde sagen, mindestens 75 Tage. Das sind jetzt auch die ersten Früchte, die ich ernten kann, während ich bei anderen schon sehr viel mehr ernten habe können. Eine wirklich schöne, ich würde sagen, Salattomate mit einem relativ festen Fruchtfleisch, auch einer schönen inneren Färbung. Die Pflanze ist auch sehr robust. Ich habe hier noch keinen Befall mit der Braunfäule. Eine schöne Neuzüchtung von Tom Wagner aus den USA, Stripes of Yore. Hier habe ich die Sorte Emis Sugar Game, also Emis Zuckeredelstein übersetzt. Die Sorte wurde in den 80er Jahren von Jeff McCormack gezüchtet und er hat sie nach Amy Herford benannt. Die Früchte haben ein schönes Rot, ein Gewicht von 40 bis 70, vielleicht 80 Gramm. Die Sorte ist sehr produktiv. Ich habe sie ein bisschen entlauben müssen wegen der Braunfäule. Da sieht man aber dann umso besser, was da alles drauf hängt. Eine wirklich süße Sorte, den Namen trägt sie nicht umsonst. Er hat damals eine Red Cherry Tomate mit einer Tapis Finest Tomate gekreuzt und dann ist eben diese zuckersüße Tomate rausgekommen. Amy's Sugar Game aus den USA. Hier habe ich eine interessante Sorte und zwar ist das Peach Blow Sutton. Die haben leicht behaarte Früchte, fühlen sich ganz samtig an, wie ein Pfirsich. Die Sorte ist sehr alt, stammt aus dem Jahr 1897 und wurde vermutlich von Sutton Seeds eingeführt. Die Pflanze ist produktiv. Das Gewicht der Früchte liegt bei 80 bis 150 Gramm. Die Pflanze ist auch robust. Mir gefallen ja die Früchte besonders gut. Die fühlen sich richtig flauschig an. Schauen zwar etwas vielleicht schmutzig aus, weil sie halt nicht so stark glänzen wie andere Sorten, aber man muss ja nicht immer das Gleiche haben und das ist wirklich eine ausgefallene Färbung und sowas gefällt mir natürlich besonders gut. Die Sorte ist eben auch sehr alt, ein weiterer Bonus und geschmacklich ist sie auch gut. Eine schöne alte Sorte aus England, Peach Blow Sutton. Hier habe ich wieder eine Anthocyan-Sorte und zwar ist das Ananas Bleu. Die Sorte stammt von José Antoine aus Belgien. Er hat dabei die Sorten Oso Bleu und Ananas gekreuzt. Also eine Kreuzung mit Ananas, da muss ja was Gutes rauskommen. Und so ist auch der Geschmack der Früchte süß, fruchtig. Die haben auch ein wunderschönes Fruchtfleisch, einen hohen Anthocyananteil, je mehr sie der Sonne ausgesetzt sind.
Die Pflanze ist sehr robust und sehr dicht belaubt. Das ist alles die eine Pflanze. Muss ich ehrlich sagen, ich habe es ein bisschen vernachlässigt mit dem Ausgeizen und sie ist mir irgendwie davon gewachsen. Aber ist halt einmal so, sie hat viele Triebe gebildet. Die Früchte sind dann dementsprechend ein bisschen kleiner. Das Gewicht der Früchte liegt schon weit unter der von der normalen Ananas, also etwa bei 100 bis 200 Gramm. Also ist eigentlich schon eher nur eine normale Stabtomate und würde es gar nicht mehr so zu den Fleischtomaten zählen. Aber wie gesagt, es sind sehr schöne Früchte mit einem sehr guten Geschmack. Die Sorte Ananas Bleu. Das hier sind die Früchte der Green Zebra, eine weitere Sorte, die ich bei meinem Bruder im Garten soeben entdeckt habe. Ich habe die Sorte auch schon öfters angebaut. Die stammt von Tom Wagner und wurde in den 80er Jahren gezüchtet in den USA. Die Früchte sind wunderbar schön gelb-grün gestreift. Wenn sie reif werden, schlägt das helle Grün in so ein Gelbgrün um und sie werden natürlich etwas weicher. Das ist wahrscheinlich die Sorte, die erste grüne Sorte, mit denen die meisten in Kontakt getreten sind. Der Geschmack ist außergewöhnlich. Einfach einmal, weil es eine grüne Sorte ist und der Geschmack sich sehr stark von vielen anderen Sorten unterscheidet bei den grünen Sorten. Würzig, aromatisch, fruchtig. Ich werde da jetzt meinem Bruder ein paar Früchte abstauben, damit ich ein paar Samen nehmen kann. Eine wirklich sehr schöne Sorte. Ich werde sie wahrscheinlich auch mal wieder in den nächsten Jahren anbauen. Green Zebra aus den USA. Hier habe ich eine wunderschön gefärbte Sorte mit einem Anthocyananteil. Und zwar ist das die Sorte Pascal du Picardy. Die Sorte stammt von Dean Slater. Ursprünglich hieß sie Dean's Crazy Horse. Sie wurde dann umbenannt nach einem französischen Tomatensammler, dem Pascal Antigny, der laut seinen eigenen Angaben schon über 3000 Tomatensorten kultiviert haben soll. Die Früchte sind wunderschön, haben eine leichte Herzform, ein Gewicht von 50 bis vielleicht 150 Gramm. Wenn man darauf schaut, hängen auch größere Früchte drauf. Die wird sehr hoch. Meine Pflanze hier ist über 2 Meter hoch. Auffällig ist bei der, dass sie sehr robust ist gegen die Braunfäule. Rundherum habe ich schon alle Pflanzen entfernen müssen und diese Sorte zeigt überhaupt keine Anzeichen. Es ist mir jetzt schon bei mehreren Anthocyan-Sorten aufgefallen, dass die offensichtlich robuster sind. Vielleicht liegt da irgendwas in den eingekreuzten dunklen Sorten, dass die eine gewisse Resistenz mitbringen. Der Geschmack der Früchte ist würzig süß. Wenn man die aufschneidet, dann sind die natürlich auch innen ansprechend gefärbt. Eine wirklich empfehlenswerte Sorte. Pascal de Picardie. Nicht wie der Name vermuten lässt aus Frankreich, sondern aus den USA. Hier habe ich die Sorte Victoria's Smile. Das ist eine Birnenform mit orange-grünen Früchten. Die Sorte wurde 2017 von Mark McCaslin gezüchtet. Der stammt aus den USA. Die Früchte sind süß, aromatisch, wirklich ein toller Geschmack. Leider bei mir starker Befall mit der Braunfäule. Einiges habe ich jetzt retten können und habe auch Samen nehmen können. Mir gefallen die Früchte sehr gut. Das ist eine außergewöhnliche Kombination. Orange und Grün. Das meiste ist ja eher gelb und grün. Eine schöne neue Züchtung aus den USA, die Sorte Victoria's Smile. Diese Früchte hier gehören zur Sorte Maghrebi. Das ist eine Sorte aus Marokko. Die habe ich letztes Jahr schon angebaut und hat es auch in die Best-of-Liste geschafft. Einfach weil die Früchte eine perfekte Färbung haben,
das klassische Rot, haben sehr gut geschmeckt. Heuer ist die Pflanze ein bisschen kränklich gestartet. Man merkt es ja, wenn man den Stamm vergleicht mit den anderen daneben, ist der sehr viel dünner. Interessanterweise schiebt sie jetzt kräftig an und macht jetzt jede Menge schöne Triebe und auch Früchte. Manche Pflanzen sind einfach Spätstarter und so ist auch diese Pflanze heuer spät gestartet. Ist zwar jetzt schade, aber immerhin einiges werde ich doch noch ernten können. Mal schauen, wie der Geschmack heuer ist. Letztes Jahr hat er mich voll überzeugt. Ich denke, da wird nicht sehr viel Unterschied sein. Schauen wir, ob sie es wieder in die Best-of-Liste schafft. Die Sorte Maghreppi aus Marokko.